Ich hör einen Zug, ich hör einen Zug. Hat keiner gesagt, dass wir nicht auf den Zug klettern dürfen? Auf welche Richtung? Ah! Wow! Ja, wo ist ich? Willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online Challenges zusammen mit dem LP mit Kev und wisst ihr, was heute ist? Ey! Hallöchen, wie, was ist jetzt passiert? Leute, wir haben heute eine geile Challenge. Die ganzen Gefährte wie das Motorrad, dieses Auto brauchen wir nicht, denn heute ist der Boden Lava. Und um ganz genau zu sein, die Straße ist Asphalt. Lava. Asphalt ist Lava. Holz geht, der Beton geht, aber Asphalt geht nicht. Da geht auch kein Zebrastreifen oder so. Es geht einfach nicht. Man darf nicht mit Autos fahren, das sind die Regeln. Und wir müssen es schaffen. Darf man mit Motorrädern fahren oder darf man mit gar nichts selbst fahren? Darf man gar nichts selbst mit fahren? Mit gar nichts fahren, okay. Und dann ist die Straße Lava. Also Bürgersteig geht, aber die Straße ist Lava. Und wir müssen du darfst auch mit nichts auf den Bürgersteig fahren. Nee, ich weiß, man darf. Ja, man darf nichts selbst zu fahren. Muss zu Fuß sein. Es wäre theoretisch okay, wenn du dir ein Fahrzeug nimmst, es so in einer Kolonne über die Straße stellst, dass du über die Fahrzeuge über die Straße klettern kannst. Hä, wie willst du das denn machen? Sofern du ein Auto, zum Beispiel hier auf dem Holz, du könntest ja das Auto nehmen. Ja. Das vorne an die Kante fahren, theoretisch, wenn du direkt dort stündest, wenn das Auto da wäre. Ja, aber ich dachte, man darf keine Fahrzeuge benutzen. Junge, was darfst du nicht, Felix? Was denn? Du sollst ja damit auch keine Strecke fahren, du sollst damit ein Hindernis überwinden. Weil sonst kommst du doch durch den Block gar nicht rüber. Aber also, dann darfst du benutzen, man darf damit nur nicht Strecke machen. Exakt. Okay, das war ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber ich glaube, ich hab's jetzt verstanden, Kev. Ich hab's verstanden. Um ein Hindernis zu überwinden, im Sinne von, nehmen wir an, nach dieser weißen Linie wäre eine Straße, zack, 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 dann darfst du es nehmen, so platzieren. Ja, ja, ich bin so aber auf der Straße, wenn das jetzt eine Straße wäre. Stimmt, eigentlich hast du recht. Ich hätte so aussteigen müssen, dass ich mich berühre. Und dann müsste man hier, hopp, und irgendwie überspringen. Ja, mal sehen, Leute. Das ist schon ganz schön schwierig, Leute. Ihr merkt, es wird super schwierig und super hektisch heute. Auf jeden Fall müssen wir bis zum Pier. Deswegen starte ich das spontane Rennen. Ich bin generell gespannt, wie das wird, weil, ich meine, es werden Hindernisse zu überwinden sein. Und wenn man verbrannt wird, da ist die Einladung, dann muss man, würde ich sagen, 10 Sekunden stehen. Und auf den Ursprungspunkt zurückgehen, da wo man das letzte Mal richtig war. Und ich würde sagen, es geht los. Was geht so los? Alles klar, Leute. Das Rennen ist gestartet. So. Wir dürfen keine Strecke machen mit irgendwelchen Autos, sonst hätten wir ja gerade schon irgendwas hier erfahren können. Ich wundere mich schon, ich habe einen GTA-Sound. Ja, du hast GTA hat heute, Leute, ich muss ja echt mal sagen, wenn ihr das kennt, schreibt mal Hashtag Rockstar Please in die Kommentare, weil GTA backt heute so derbe rum, heftiger rum, heftig war? Als es jemals rumgebackt hat. Ne, musst du nicht. No, ich bin, weiß, mal, ich bin aber nicht, ich bin Pferd. Ist das nicht Asphalt, wo du läufst? Das ist Stein und Metall, das sieht man ja. Ja, ganz genau, das ist wirklich die Werkstoffkunde hier am Stall heute, habe ich das Gefühl. Ich meine, guck mal, da vorne links der Parkplatz. Das ist Asphalt. Minion! Hey! Wir haben auf jeden Fall einen richtig langen Weg am Start. Das wird echt nicht leicht, vor allem wenn irgendjemand so einen Verrückten hinterher hat, der irgendwie die ganze Zeit irgendwie noch schlagen will. Was soll denn die Scheiße da? Das wird richtig verrückt. Ich bin gespannt. Hier vorne darf ich zwar noch drauf, da vorne dürfte ich nicht mehr hin. Es ist einfach Marathon, habe ich das Gefühl, oder? Wir laufen. Es wird richtiger. Also hier ist es natürlich noch easy. Aber wie schaut es da hinten aus? Ich meine, wir müssen. Ja. Wir müssen ganz da hinten hin. Ja, ja, man muss komplett einmal hier unten. Das wird echt nicht so leicht. Das ist schon die Frage. Geht okay, man, also ich würde auch sagen, man darf nicht schwimmen. Man darf auch nicht schwimmen. Ja, schwimmen könntest du, es wäre aber sehr, sehr langsam, habe ich das Gefühl. Also hier, wo ich gerade bin, ist auf jeden Fall in Ordnung, Leute. Wir dürfen jetzt nur nicht nach links, weil hier ist definitiv Straße. Genau. Man könnte auch theoretisch mal unten die Passarelle. Da unten, das sieht auch springst kritisch du runter, Kev, oder was machst du da, hä? Ich guck da gerade runter, aber ich bin am überlegen, am Auge machen hier ein bisschen. Ja, ja, sehr, sehr schon, Kev. Aber ne? Guck mal, hier hab ich. Pass gut auf, was du machst. Ne? Felix was? Läuft ein Tick zu weit. Vorne wird er nämlich die Straße nach rechts nicht überqueren können. Deswegen bin ich jetzt hier rüber gesprungen, lande auf dem Grün und bin direkt auf der rechten Seite der Straße. Kev, du denkst vielleicht, du bist ein ganz cleverer, ne? Ja, wie willst du denn da über die Straße, Junge? Du bist gefangen auf der Insel. Ja, scheiße, du hast absolut recht. Aber du bist jetzt nicht so viel weiter. Da drüben läuft der Kev. Er sitzt tatsächlich vor mir. Und ich kann hier gerade nicht weiter, weil hier ist alles Lava, Leute. Das ist alles Lava, ihr seht hier scheiße, eigentlich. Scheiße, okay, Gott, das ist jetzt echt ein Problemchen. Yo, so, die macht einfach gerade ihr Cabrio-Dach auf. Okay, aber ich schaff's, glaube ich, nicht hier hin, oder? Ja! Ich würde sagen, es war in Ordnung. Au! Scheiße, okay, 10 Sekunden, jetzt muss ich eh hin. Damn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Wir müssen auf jeden Fall 10. so laufen, dass wir die Straße nicht berühren. Kostet es, was das wolle. Es gibt keine Ausreden, Leute.
Nee, es gibt keine Ausreden, richtig. Es gibt keine Ausreden und ich bin jetzt hier, guck mal, ich muss, guck mal, wie weit ich rumlaufen muss, guck mal auf der Karte. Ja. Weil alles andere ist hier Lava. Ja, da kannst du nicht wirklich was machen gerade, ne? Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich bin gefangen. Scheiße, ich habe mich selber gefangen. Ich bin jetzt auch sehr am Überlegen, wie ich hier weiterkomme. Oder haben wir für 3 Sekunden Lavaschuhe? 3 Sekunden Lavaschutz, meinst du? Okay. Dann eins, also dann los geht und eins, zwei, drei, verbrannt! Was mache ich jetzt? Ist okay, geh nochmal rüber, wo du rüber gelaufen bist. Das weiß, bring ich aber. Verbrannt, oh mein Gott, ich muss hier rüber. Oh nein. 10 Sekunden schaffen. Okay. Eins. Drei. Ich bin ja auch verbrannt, dann meint es ja auch. Eins, fünf, zwei, sechs, sieben, acht, neun, zehn, so wir machen, vier, wir kommen ja sowieso nicht voran. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, alles klar. Ist das hier Beton oder Asphalt? Beton. Also Beton? Bei mir ist gerade alles schöner Bürgersteig. Auf jeden Fall hier, schöne Dame, ich muss hier leider einmal durch. Jungs und Mädels hier. Ach Gott, nee, hier ist Bürgersteig. Aber hier, das ist nämlich Stein, Leute. Hier kann man schön überqueren, das ist noch eine gute Sache. Okay, ich bin jetzt, oh geil, ich hab's jetzt geschafft. Das ist kein, das ist Beton und kein Asphalt. Da sieht man an den unterschiedlichen Grautönen. Also hier kann ich laufen. Oder ich mach mal lieber so. Okay, also bei mir ist gerade, habe ich eine ganz gute Streak auf jeden Fall hier, weil er gerade hier gar nicht. Hier, ich glaub, hier kann ich gut laufen, Mann. Auf Felix, weißt du was? Das ist 1, 2, 3 auf jeden Fall hier, das ist in Ordnung. Junge, ich bin wieder am Pier. Du bist wieder am Pier, Kev? Ich bin voll weit schon gefahren. Gelaufen, meine ich. Gelaufen. Gefahren bist du, oder? Gelaufen bin ich, klar. Aber guck mal, weißt du, was keine Lava ist? Der Strand. Oh ja, du kannst natürlich am Strand schön laufen. Ich laufe. Eins, zwei, drei, nicht verbrannt, Leute, nicht verbrannt. Das Wetterchen, da pumpen die Leute, ey, Männer. Nur 3 Sekunden ist der Lavaschutz immer aktiv, würde ich behaupten. Ne, okay, 3 Sekunden ist der Lavaschutz gefährlich, aktiv, aber das so? Eins, zwei und... Na, alles habe ich für mich, brennt noch nicht. Dü-dü-dü. Schafft man es in 3 Sekunden nicht über jede Straße? Nee, nicht über jede. Das wird ein Wettrennen. Also komm, ich frage mich, wie ich überhaupt von hier runterkomme. Mach die Ampel grün, ja, das mach Problem die Ampel ist, grün. Junge, mit Fersten! Hör nicht rückwärts! Ist, rechts ist hier der Asphaltweg und links ist eine Straße. Scheiße, ich bin hier gleich getrappt. Nee, ich bin ja auch, ich kann hier nichts machen, ich stehe einfach nur. Jetzt kommt erst grün. Komm, oh Mann! Eins, zwei, drei. Das ist Stein, ja, Stein. Fast verbrannt, aber hier, das ist da. Cool, ich hab mich gerettet. Okay, 3 Sekunden habe ich. Okay, so komme ich gerade hier auch nicht weiter vorne. Da muss man tatsächlich ein bisschen gucken. Hier. Und 3 Sekunden habe ich doch niemals da rüber. Drei. Ja, guck mal. Easy rüber, wenn der Schutz so aktiv ist. War aus dem Weg, Alter, Mann. Ich muss es gleich probieren, Leute. Ich muss es probieren. Und eins, zwei, drei. Sprung! Ich hatte die ganze Zeit keinen GTA-Sound. Ich hab den jetzt erst angemacht, aber kriegst du auf jeden Fall den Frust ab, Alter. Rein in die Lava mit dir. Rein in die Lava. Lauf. Ich kann ja die ganze Zeit gut laufen, aber es kann ja nicht sein hier. Eins, zwei, easy. Aber ich laufe ja noch nicht den schwierigen Teil. Ich laufe hier gerade erst am Strand und entlang. So weiter. Dann muss ich ja jetzt, ich muss ja eigentlich jetzt gleich hoch. Aber ich kann die Straßen ja nicht überqueren. Ich habe ja schon so einen Plan gehabt, aber eins, zwei, aber das ist mein Plan gewesen, Leute. Das war mein Plan. Aber das Ding ist, sobald hier so ein bisschen Tempo... Ah, nein! Eins... Das zwei. Ist so schwer. Oh, hier ist eine Verkehrsinsel. Drei. Ja. Eins, ach, 10 Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, eins, fünf, zwei, sechs, ich hab's geschafft. Sieben, acht, neun. Wo zehn. Ist Felix denn schon? Ja, guck mal auf der Karte, wo ich wo bin, ist Alter. Felix denn schon? Boden, wo ist Kevin überhaupt? Oh, wir sind aber eh nicht weit, aber du musst hier gleich gucken. Ah, du musst ich hier muss hier hoch. Sitzen. Weißt du, ich bin auch schon auf der richtigen Straßenseite, also ich laufe jetzt durch. Eins. Jetzt muss es klappen. Und nein, Lava 1, 2 und 1, 3. Schon 1 Sekunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Bahn ist gerade abgefahren, das gefällt mir nicht, aber... Komm Leute, schon. Ey, ganz ruhig, liebe Dame. Suppi-Klasse, jawollo. Halli, hallöle. Irgendjemand läuft da, so wie ich das sehe. Ja, niemand und soll läuft. Soll ich dir was sagen, was auf keinen Fall... Ja. Beton, was auf keinen Fall Asphalt ist? Ja. Der Beton am Kanal. Oh, denkst du, war das deine gute Idee, Kev? Na? Das bin war deine gute Idee? Nein, nicht jeder! Yes, ich hab nicht berührt! Also da bin ich selbst drauf gekommen. Oh, was hab ich denn Husten, ey? Oh, Karl, ich bin näher als du am Ziel, Kerl. Ich bin näher als du. Ja, das stimmt. Du hast halt die Technik schnell gerafft. Also mit dem über Auto springen, das ist jetzt kritisch. Mhm. Lauf. Geiles Graffiti hier eigentlich, Trap. Steht hier so drauf.
Crap. Hier ist auch keine Mittelinsel, ne? Scheiße. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier mal kurz laufen. Los, Junge, lass mich vorbei, danke. Aber Felix, ja? Jetzt wird nochmal eng für dich. Kommst du näher oder was? Jeder Schritt jetzt. Nein, er droppt auch in den Kanal. Okay. Da eins, droppt okay. Er auch in den Kanal. Ich sehe ihn noch. Neu. Eins, zwei. Yep. Und. Eins, zwei. Ach, du bleibst oben? Ja. Easy. Vielleicht schwimme ich ja ein kleines Stückchen. Ah, das hast du nicht gesagt. Schwimmen ist verboten. Von mir ist das Schwimmen erlaubt, aber weil es dauert echt lange zu schwimmen. Nein, ist okay. Ich wollte nur wissen, wie du reagierst. Ja, ich hab kein Problem damit, wenn du schwimmst. Ich bin ein kleiner Marathonläufer, auf jeden Fall am Start. Ich weiß, Alter, der Boden ist Lava, aber ich habe meine schönen Schnürschüchen an. Und mit denen habe ich halt wirklich gar kein Problem, drei Sekunden im Wasser, in der Lava zu sein. Hilft uns jemand? Wie filmt ihr jemand? Jetzt kriegst du die Packung. Jetzt bitte. Ah, eins, zwei. Boah, Gott. Von aus Versehen die Lava hier rein. Und eins, zwei. Und easy geschafft. Ich wollte was tun. Du wolltest was tun, Kev? Ich wollte Fehler. Was tun. Und zwar eins, kann man jemanden zwei, von jagen drei. Lassen. Und ich wollte dich jagen lassen. Du wolltest. Was? Du wolltest jemanden, der mich killt? Ich wollte dir einen Kopfgeldjäger. Was ist das denn, Kev? Das ist aber nicht in Ordnung. Das ist aber nicht die feine Englische. Ist das Bürgersteig? Das ist Bürgersteig. Eins, hier, ne? Da fährt ja keiner zwei, drauf. Das ist Bürgersteig. Das passt. Wo ist der Felix? Guck mal, wir sind schon close. Hä, wieso bist du auch so nah? Wie machst du das, Kev? Jo, wie nah ist Kev denn? Ich hab einen Sportstiefel an, weißt du? Bist du schneller mit deinen Sportstiefeln oder was? Hast du einen Boost an oder wie sieht das aus? Ich hab Anzugsschuhe an, weißt du? So fein. Ja, gut. Aber du bist schon oben, ich muss noch hochklettern. Ja, oh und? Ich kriege eins, dich. Zwei, drei. Easy peasy geschafft auf der Mittelinsel, Leute. Nee, wir werden den ja verfolgen, wir sind aber close. Die Regel hätten wir von Anfang an machen müssen mit der Lava. Das war viel mit den 3 Sekunden, eins, das ist voll die gute zwei, Regel. Ansonsten wäre es unmöglich gewesen. Ja, stimmt. Und eins, zwei, und neu widersetzen und eins, zwei, easy. Hallo Felix! Was, bist du hinter mir? Alter, ob du hinter bei mir bist hier! Das ist kein Asphalt, ne? Das ist Beton. Das ist eigentlich das Beton hier. Das ist Beton. Wo ich laufe, ist ja wohl Beton, ne? Mit den Schienen. Nein, er rafft es! Was los? Ich hör einen Zug. Hat keiner gesagt, dass wir nicht auf den Zug klettern dürfen? Welche Richtung? Ah! Wow! Der fährt auf der linken Seite? Ja, der fährt falsch rum. Ist ein Engländerzug wahrscheinlich. Was ist das denn? Als ob. Ja. Ey! Und da hat er dich überholt! Jawoll! Da hat er ihn überholt! Und nein, er hat verschlagen! Und da hat er dich überholt! Nein! Als ob, Kev. Ja! Yeah. Alter, setz mir mal einen Pfund! Na! Daneben! Nein! Ich bin zu weit weg! Scheiße, du bist wirklich zu weit weg! Ich bin zu weit weg! Ja. Lauf! Oh Gott, wir sind nicht mehr weit weg vom Ziel! Wir sind nicht mehr! Jetzt kommt es ein bisschen auf! Jetzt müssen wir gleich jetzt clever sein! Jetzt kommt ein bisschen an, da läuft jeder hinter mir! Ja, jetzt gibt's nur noch richtig kleine, jetzt kommt dramatische Musik wahrscheinlich oh. gerade, weißt du, aber oh, jetzt oh. ist es wirklich gerade. Links ist Asphalt! Ja, da darfst du nicht längs, links ist Lava, meinst du? Ah, jetzt müssen wir echt gut aufpassen, beide! Jetzt müssen wir clever spielen! Hier ist noch. Ja, jetzt sind wir ganz am Rand davon. Ne? Hier ist er noch in Ordnung. Eins, zwei, boah. Eins, zwei, ja, easy. Hier geht's klar. Hier ist noch. Oh, hier sieht's gut ja, aus. Ja, Kev muss immer gucken. Ich kann einfach folgen. Darf ich das? Eins, zwei, eins, sehr schön. Zwei, easy peasy. Hier ist noch schön. Ja, okay. Eine Sekunde, ja. Eins, zwei. Nein, ich will draufklettern. Nicht einsteigen. Egal, er ist eingestiegen. Steig aus, Junge. Eins. Zwei, drei. Oh, ganz knapp. Das war richtig knapp. Eins. Hopp. Leute, die prügeln sich da hinten. Ich hab nichts getan. Männer, ich hab nichts getan. Nein. Eins. Felix. Ja? Oh mein Gott. Was jetzt? Nein. Eins. Nein. Oh mein Gott. Shoot. Das gibt's nicht. Nein. Komm. Jetzt. Das gibt's nicht. Was ist los bei dir, Kev? Ich komm hier nicht weiter. Hab ich gekippt. Eins. Zwei, drei, Strafsekunde. Ich muss in den Fluss springen. Oh, spring rauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Komm rauf. Ich wollte die Strafsekunde nicht hier verbannen. Ich hab's nicht geschafft, auf die Straße zu klettern. Nein! Ich werd so oft von sterben. Eins, zwei, drei. Ja, Strafsekunde. Wo soll ich jetzt runter? Was mach ich jetzt, Kev? Was macht meiner? Aber hier ist eigentlich kein Asphalt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, ich muss ja, aber nur ganz am Pfeiler Rand laufen, dann ist es kein Asphalt. Das geht. Hey, ist Gott sei Dank so ein bisschen Kies.
Und eins, zwei, drei. Und geschafft. Und okay, jetzt wird es langsam kritisch, das Finale. Eins, jetzt muss man besonders zwei. Und auch geschafft. Ganz am Rand laufen. Oh, da muss er draufklettern, da muss er draufklettern. Go. Ach, du läufst auf der Kante. Ja, das ist die Kante. Aber ich habe auch gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass das geht. Das ist aber clever. Eins, zwei. Okay, hier draufklettern. Easy bei Kev wieder. Alter, Kev ist so minimal vor mir, Leute. Hier vorne. Hier ist Stein, bleib auf dem Stein stehen. Eins, zwei, Stein. Es ist ja kein Stein, aber wobei doch hier Stein, ja. Hier ist Metallplatte. Oh. Wäre hier schön, hier kann man überall längs, hier kann man. Alter, das ist kein Asphalt. Lauf. Und weiter geht's. Okay, Luftlinie. Ey, wir sind gleich da. So knapp. Oh Gott! Es ist so knapp! Oh, ey, Kev, nein! Nein, ihr habt verfehlt! Ich kann ihn nicht mehr einholen! Nein! Okay, jetzt ist es knapp. Wir laufen hier ganz am Rand von der Straße. Was jetzt? Wer den ersten Fehler macht, verkackt. Da drüben ist ja Pisswasser. Das erinnert mich wieder an die alte Challenge. Okay. Eins, zwei, drei. Uiuiui, das war aber knapp. Was denn? Kommt noch durch. Guck mal, ob man laufen kann, Felix. Ja, ich sehe alles, was mir laufen kann. Ich muss auf jeden Fall einen anderen Weg als Kev gehen, Leute. Ich muss irgendwie jetzt abkürzen. Eins, zwei, und eins, zwei, und eins, zwei. Wow, diese Schuhe mit der Lava sind gut. Ich komme nicht rüber, der Zaun ist zu hoch die ganze Zeit. Bei mir ist alles... Oh nein, das ist ja alles hier. Ja, ich muss zurück, Leute, das ist ja wie übersehen. Sorry. Strafsekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10. Ah, oh, sorry, das habe ich voll übersehen. Ich komm hier echt. Aber es ist schon eine Straße hier neben uns. Der Zaun ist zu heftig. Ja, jetzt 1, 2, 3. Ja, aber Felix. Ja? Ich glaube es nicht. 1. Guck dir die Kurve an, wie ich jetzt laufe hier. Ja. Das ist ja der perfekte Weg. 1, 2, 3. 1, 2, 3, hier. Das ist ja selber wie die Straße, aber es ist ja keine Straße, weil es geht ja um die Straße. Ich habe mir genau längs läuft. Oh, ganz ehrlich, aber jetzt komme ich an den Parkplatz. Jetzt wird's noch mal, hier wird es nochmal richtig spannend. Hier an den letzten Metern entscheidet sich, weil hier ist ja natürlich alles Lava. 1, 2, 3. Parkplatz sag ich auch nicht, aber da, wo die Container stehen und keine Straße ist, darf man oder nicht? Ich meine, dieses ganze Parkgelände, das ist ja alles Asphalt. Aber ich laufe gerade hier so am Rand von den Containern, Kev, aber wie soll man da denn nicht lang? Ich muss ja von Hindernis zu Hindernis klettern. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja, aber da ist ja nix. Zwei. Meiner Meinung nach ist das Asphalt, aber vielleicht habe ich auch eine andere Straße als du da. Ja, also ich würde hier nur zu Hindernis, aber hier ist ja nichts, wo man raufklettern kann, so viel. Eins. Also wie ist das Straße? Eins, zwei und rüber. Wir sind ja auch gerade eben zusammen auf sowas gelaufen. Hier ist ein Anhänger. Das ist Jude. Komm schon. Und hier rüber. Eins, zwei, drei, und rüber. Verbrannt. Eins, zwei, drei, ah ne, wieso so richtig überhaupt? Hier kommt jetzt die Straße wieder. Sechs. Eins, zwei, acht, easy. Neun, zehn. Leck mich am Arsch, das hat lang gedauert. Komm, LKW, komm, bring mich rüber. Oh. LKW, bring mich rüber. Der LKW kommt. Doch, jetzt kommt gleich einer. Nee. Die stecken einfach fest. Die stecken fest. Sehr gut. Bleib da stehen. Nein. Okay, vielleicht schaffe ich. Ich muss meine 3 Sekunden aufs Spiel setzen. Eins, zwei, drei. Oh, ganz knapp. Mit einem großen Sprung. Und eins, zwei, drei. Das war knapp. Rüberspringen. Komm, das Ziel ist direkt vor mir. Ich bin kurz vorm Ziel. Hallöchen. Na hier. Hopp. Da muss ich hinlegen. Und drei. Zwei. Eins, nein! Alter, Leute! Nein! Was war das? Nein! Ja, alles nein! Ey! Nein! Alter, was für eine Marathon-Challenge war das hier? Ey, das war. Ey, so viel bin ich noch nie gelaufen. Guckt euch gleich hin, es hat sich tot gelaufen förmlich. Ja, wir sind so viel gelaufen. Das war ein bisschen tricky, Leute, weil wir haben halt. Die Straße ist Lava. Also, aber alles, was Asphalt ist, ist Lava. Aber das war der Park, das ist ja alles Asphalt. Aber es ist schon was anderes als das und das. Weiß nicht, wie genau wir es interpretiert haben gegenseitig. Aber wir haben beide versucht, das so fair wie möglich zu machen. 100 Fehler gemacht. Ja. Und man sollte sich nicht auf die Fehler fokussieren, sondern darauf, dass diese Challenge verdammt viel Spaß gemacht hat. Und das hat sie. Das war wirklich sehr, sehr lustig, Leute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß hier beim Zuschauen von dieser GTA Online Challenge. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Und schaut bei Kev vorbei, Links sind in der Beschreibung. Ciao, ciao.